Psychologie beeinflusst unsere Gesellschaft im täglichen Leben. Es geht um unser Wohlbefinden, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir uns im sozialen Kontext einbetten. Psychologie bedeutet, sich mit den Menschen zu beschäftigen, wie sie denken, wie sie fühlen und wie sie handeln. Die zentralen Themen des Bachelorstudiengangs ist unsere kulturpsychologische, klinische und psychotherapeutische Ausrichtung und natürlich auch empirische Forschungsmethoden hier hineinzunehmen. Im Master beschäftigen wir uns vor allem mit diesen drei großen Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, nämlich der Klimawandel, der soziale Wandel und die Digitalisierung. Als Studienprogrammleitung für die Psychologie liegt mir sehr am Herzen, dass sich die Studierenden kritisch mit psychologischen Fragestellungen auseinandersetzen und ihr eigenes Handeln reflektieren können. In der Psychotherapie liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von Patientinnen, die psychische oder seelische Leidenszustände durchleben. Und in der Psychologie haben wir ein sehr breit gefächertes Fach, wo wir von zum Beispiel der Wirtschaftspsychologie bis hin zur klinischen oder Notfallpsychologie viele Themen des menschlichen Lebens und der Gesellschaft behandeln. Das Besondere an der BERTA, dass wir hier berufsbegleitend studieren, also auch in Kleingruppen studieren und hier individuell gut betreuen können und qualitative und quantitative Methoden gleichwertig behandeln.